Oh, Rad an Rad durch die Kurven hier. Yes! Yes! Rennerbruch, Rennerbruch. Der ist so verschwitzt einfach. Ist so, Digga, ist so. Also ohne einen Punkt gehe ich hier nicht nach Hause, das sage ich euch. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich habe nichts, ich habe nichts zu verlieren, außer 20 Euro PSN. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir ein richtig, richtig geiles neues Projekt und zwar die Money-Karriere, wo ihr Geld gewinnen könnt. Und das mache ich natürlich nicht alleine, das mache ich diesmal mit dem guten Daniel. Moin, Benny. Er kam auf die Idee, so könnt ihr Geld gewinnen. Was müsst ihr machen? Einfach eigentlich nur das Video schauen. Ganz easy. Es gibt verschiedene Staffeln, 10 Rennen, immer 2 Folgen pro Woche. Ganz einfach aus beiden Sichten. Wir beide sind in einer 2-Spieler-Karriere, beide in Ferraris. Wir fahren gegen KI, aber auch gleichzeitig gegen uns. Und der, wo die Saison am besten von uns beiden abschließt, sprich wenn ich Vizemeister werde und er nur Dritter oder so, dann habe ich gewonnen und der Verlierer muss an euch 20 Euro PSN verlosen. Wie könnt ihr aber überhaupt mitmachen bei der Sache? Ganz einfach, ihr schreibt immer drunter in den Kommentaren, wie viel der Platz wir jeweils werden. Als Beispiel, wenn ich Zweiter werde und er zum Beispiel Vierter, Epic P2, Daniel P4. Ganz, ganz easy, deshalb das Video schauen. Außerdem müsst ihr einfach dann noch einen Instagram-Follow dalassen und ein YouTube-Abonnent sein, aber ich glaube, das ist mehr als logisch. Und so könnt ihr gewinnen, sprich die Money-Karriere. Und je nachdem, wie das läuft, werden wir das vielleicht erhöhen, sogar das Geld, wenn es für euch interessant ist. So habt ihr einfach Unterhaltung durch eine Karriere, wo auch sehr, sehr viel Salz dabei ist, weil wir zusammen in einer Party sind und natürlich dafür sorgen wollen, dass der andere verliert, weil ich habe keinen Bock Geld auszugeben und er genauso wenig. Und gleichzeitig habt ihr aber eine Karriere, weil wir in einer Karriere, also in einer normalen 2-Spieler-Karriere sind, wo sich das Team natürlich auch weiterentwickelt und vielleicht werden wir mit den Entwicklungen, Fahrer wechseln und so weiter, irgendwann zum anderen Team wechseln, aber die Karriere ist die gleiche und das ist das Besondere, sprich, es bleibt eine Story mit Geld, Hintergrund und das ist, glaube ich, relativ geil. Genau, aber was auch wichtig ist, wir werden immer im selben Team fahren, wir werden nicht irgendwie einzeln wechseln, sondern wir werden immer zusammen ein Team wechseln. Ganz genau, wir sind immer im gleichen Team, so wie jetzt zum Beispiel im Scuderia Ferrari, wie gesagt, eine 10 Rennsaison und ich würde sagen, wir können starten, oder? Let's go! Let's go! So kleine Nebeninfos, wir fahren natürlich 25% Rennen und Blitzqualifying. Blitzqualifying kommt jetzt, wird spannend, wir haben uns jetzt beide eigentlich nicht aufgewärmt, ich hatte zwar ein paar Aufnahmen davor, aber die gingen jetzt nicht gerade lang. Ey, scheiße, Alter, wo fahren wir nochmal? Bahrain. Du Setup-Wichser! Nein, als ob du Setup. Hast du deine Aufnahme gestartet? Ja, natürlich. Ah, das gibt es nicht. Ah, die erste Kurve ist gleich so widerlich. Oh Gott, da steht jetzt schon Salz drin, weil man einfach weiß, man fährt gegeneinander. Nein, zu viel gebremst. Sehr gut da. Diese scheiß Haarnadelkurve, ne? Leute, natürlich müsst ihr auch ein Like da lassen, um irgendwas zu gewinnen. Ich glaube, das ist mehr als logisch. Aber wir blenden es euch wahrscheinlich in dem Moment eh ein. Ah, nicht gut genommen, da die vorletzte Kurve. Mann! Komm, 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 komm. Oh mein Gott, wie früh war der fertig? Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt. Ich bin auf, ich sehe es nicht. Oh, P7. Jawohl, das erste Duell schon mal gewonnen.
Wir werden vielleicht die KI anpassen, je nachdem, wie es sein muss, Genau. sozusagen. Wenn es zu easy wird, dann müssen wir auf jeden Fall was dran schrauben. Wir haben die jetzt aktuell auf 80 stehen. Wie gesagt, sollte sich da irgendwie was ändern, dann sagen wir euch Bescheid. Und das Besondere an der Karriere ist natürlich auch, dass wir auf einem relativ ähnlichen Niveau sind. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Rennen. Let's go. So. Oh Gott. Oh, noch ist mit einem Überstart. Das Gute ist, dass nur wir beide jetzt da sind. Wie viele bist du denn? Zweiter großer. Na, Wechseldruck schon ein bisschen. Nee. So weit weg bin ich gar nicht. Ich sehe dich schon. Hast zwei Fünfter Autos noch Start war vor sehr, dir, sehr ne? gut. Zwei Autos hast du noch vor dir. Aber Hamilton klebt mir auch so an der Backe, Alter. Das war wichtig, wichtig. Was hat er aber bitte Norris für einen Start? Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Ich bin an zwei Leuten vorbeigezogen. Aber was ich gerade sagen wollte, das ist ja das Geile, ist, dass nur wir beide sind. Sprich, ich habe nicht so Angst am Start, weil KI und wir, also es kann ja, wenn, dann kann ich ja gefühlt nur du mich richtig abschießen. Oder ich Ja. dich. Ja, stimmt schon. Also es gibt nicht so Chaos, es ist mehr logischer, was die Leute machen. Erster Schmack Verstappen, oder? Boah! Puh. Da war gerade gelb. Ja, bei mir nicht. Keine Ahnung. Boah, ist das spannend, Alter. Ja, Tsunoda raus. Ja, zu nur darauf. Safety Car oder nicht? Ja. Das ist so verschwitzt einfach. Ist so, Digga, ist so. Scheiße, Digga. Also wenn das so weitergeht, machen es am Ende die Boxenstops. Ja, Aber so langsam setze ich mich gegenüber Hamilton ab, das ist schon mal gut. das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen Mann, Max, in der Junge. DRS-Zone liegst. Nein, Alter, du bist so ein Otto, Digga. Fehler? Na, von Verstappen wieder der Otto, Alter. Flüge weg? Naja, nicht weg, aber sagen wir Ah, mal ich so habe gut. angekratzt. Ah, das ist richtig scheiße. Ist scheiße? Ist scheiße. Vor allem, weil ich gerade Norris gehabt habe. Oder hab ihn. Na, ich komme nicht mehr um die Kurven, Digga. Ah, ja! Jetzt kannst du mit Boxen. Boah, fast Dreher. Oh, wie du gegen ihn kämpfst. Was bist du für ein Assi? Ich bin der Oh Assi. mein Gott, oh mein Gott! Ich hab nichts, ich hab nichts zu verlieren, außer 20 Euro PSN. Ja, ich muss so langsam in die Kurve rein. Ich komme Rennerbruch, zurück. Rennerbruch. Ich komme zurück, Großer, mach dir keine Sorgen. Ich gehe mir kurz einen neuen Flügel holen und dann hole ich dich. Mach dir keine Ich Sorgen. könnte jetzt in die Box, da müsste ich warten dann. Ich hätte jetzt einfach in die Box gehen können, da hätte ich dann warten müssen. Aber das wäre assi gewesen. Da fährt man nicht schnell zur Runde. Und dann sowas. Mann, Alter. Immer diese Holländer.
Let's go, last to first. Bist du Letzter? Ja, ja. Warum das so wichtig auch ist jetzt, jeder Punkt ist ja jetzt wichtig, weil das am Schluss zusammengezählt wird. Ja, ja, genau. Es geht sich ja nicht darum, wer jetzt welches Rennen macht. Genau, es geht darum, wirklich jeder einzelne Punkt. Auch schnellste Rennrunde und so Zeug. Richtig, da, sowas halt, ne? Wer weiß, wer wie oft noch DNF geht. Monaco kommt. Aber ich mache mir da gar keinen Stress. Aber da mache ich doch wieder Meta. Wie viel bist du? Ja, immer noch 19. Aber ich hole gerade richtig gute Sekunden auf. Ja, neue Reifen. Und mein Vorteil ist, ihr müsst ja alle noch in die Box. Ja, okay, Vorteil würde ich jetzt nicht behaupten, weil du warst ja dafür schon in der Box. Egal, ich habe Parts drauf. Ich fahre das Ding jetzt zu Ende. Ja, das machen wir, glaube ich, alle. Oh, Norris! Oh, fuck, ist der schnell. Mach einen Fehler, Großer. Oh, Rad an Rad durch die Kurven hier. Oh, ja, okay, er hat mich. Was hat dir das jetzt gebracht, Norris? Jetzt habe ich dich doch gleich wieder. Oh, nee, bitte bremst nicht zu früh. Bitte bremst nicht so früh. Was für ein Überholmanöver. Tschüss. Und DRS. Tschüss, tschüss. Aber Hamilton ist weg da vorne. Oh mein Gott, was machen die für Racing? Oh mein Gott, die fahren zu dritt nebeneinander jetzt in die erste Kurve. Leck mich am Arsch. Krass, Mann. Also ein Safety Car würde ich fühlen. Sag ich euch, wie ist das? Nein, nee, die haben es alle überlebt. Bottas, Perez und Norris. Mir ist halt egal, wer mir das Safety Car bringt, Alter. Hauptsache, es kommt eins. Latifi, let's go. Ja, da vorne sehe ich den Mazepin doch schon fahren. Unscharf ist. Alter, Bottas frisst mich ja auf. Nice, da haben wir schon mal drei Plätze schon wieder gut gemacht. Also ohne einen Punkt gehe ich hier nicht nach Hause, das sage ich euch. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wie vielter bist du? Vierter. Oh, krass. Hallo Mick, könntest du mich vielleicht vorbeilassen? Ich hab was vor, ich hab eine Mission. Jetzt zieh nicht nach innen, du Otto, Alter. Stark, Jungs. 2,7 ist okay. Oh, du bist schon auf starkem Ziel. Ja, das bin ich. Wow, Ford Giovinazzi noch, jawohl. Let's go, 10. Oh, du bist aber sehr nah jetzt noch. Oh ja. Aber wie es auf einmal wieder spannend wird. Aber ich habe die besseren Reifen jetzt. Das ist mir egal. Ich habe Willenskraft. Apo, bist du's? Der allerechte. Vielleicht kriege ich einen Undercut gegen Bottas hin. Das wäre natürlich sehr geil. War der jetzt schon in der Box? Ich glaube aber ja. So, Giovinazzi, zieh mich mal ein bisschen mit da. Ja, deshalb bin ich. Ja, deshalb bin ich extra weg von ihm, ganz schnell. Damit es kein DRS-Spiel gibt. Boah, die sind alle in der Box. Oh mein Gott, Bottas kommt genau vor mir raus. Klappt der Undercut? Oh mein Gott, yeah, Mann! Da habe ich ihn! Der war vor dem Boxenstopp noch vor mir, aber meine Outlap war so gut, dass ich ihn hab. Let's go! Oh, jetzt kriegt Norris DRS. Ich krieg das Kotzen, Alter. Oh, wie scheiße. Nehme ich bitte diese Kurve gerade.
Um ein Zehntel, Alter. Nicht aus dem DRS rausgekommen. Es ist so Schmutz, Digga. Boah, Dreher. Boah, gerade noch gefangen. Ja, jetzt, Bottas. Jetzt kommst du wieder ran, du Arsch. Ey, Norris, mach bitte keine Faxen. Giovinazzi, schraubt bitte kein Safety Car. Boah, Gott sei Dank. Boah, wie geil wäre das, Alter. In den letzten vier Runden nochmal ein Safety Car, Alter. Boah. Boah, das ist so... ich bin gerade aus einer Sekunde raus. Hat das noch gereicht? Ne, jetzt kommt er angeschlossen. Boah, wie er angeschossen kam wegen dem Scheiß, der ist. Boah, dreh auf wieder fast. Alter. Ja, dreh dich doch jetzt endlich mal. Na, Alter, ich fange das gerade die ganze Zeit noch richtig gut. Nee, du sollst nichts fangen, du sollst fliegen. Nee, nee. Wie viele bist du? Sechster. Aber ich sag dir, wie es ist, ich hab Norris so an den Arschbacken kleben, Alter. Ja, seit 3-4 Runden ist das hier ein... Bottas-Kampf hier, das ist nicht mehr normal. Die ganze Zeit. Erster oder was? Dritter. Ah, dritter ist okay. Das ist nice. Was für Reifenmanagement, Alter. Ich bring das Ding jetzt nach Hause. Ist mir scheißegal. Auch wenn die Reifen qualmen. Oh, oh, oh. Was passiert? Kiesbett! Geil! Nein! Geil! Komplett verbremst! Jetzt wächst der Druck, Alter. Ich werd sowas von da sein, wenn du jetzt noch einmal Scheiße baust. Das war so behindert jetzt. Ich werd jetzt sowas von da sein, wenn du Scheiße baust, Großer. Ich sage dir. Ich habe gerade woanders hingeschaut und auf einmal kommt die Kurve. Bam. Den holen wir uns noch. Komm, den fünften, der fünfte, ne, vierte wird sicher wichtig, Mann. Was heißt sicher hier? Wichtig. Ich habe gehört, du wirst Sechster. Ich muss es echt in der letzten Runde probieren. Okay, die Reifen merke ich extrem. Wäre Verstappen nicht gewesen, Alter. Mann, ey. Vergiss es, Großer. Ich muss gleich das ganze RS in der letzten, in der jetzt starten Ziel gleich alles verbrochen. Ich glaube, ich werde jetzt auch kein großes Risiko mehr machen, um irgendwie noch da. Nimm lieber die sicheren Punkte mit, ja. Ja, Digga, ich war vorhin Letzter. Und bin jetzt hinter dir, also ich hab... Du hast als erstes aber gestoppt, muss man dazu sagen. Ja, ja. Dementsprechend habe ich ja Glück gehabt, dass das alles noch so aufgegangen ist mit meinem Pace. Hätte auch schief gehen können. Ich habe ihn nicht gekriegt. Das gibt es nicht! Norris, Norris, Bruder. Oh, ich hab mich gedreht. Nein. Oh, Reifen ganz kühl fahren, ganz easy. Ich hab's nochmal probiert, weil ich einfach nicht warten kann. Bin dann wirklich in ihn hinten noch rein. Na komm, dreh dich nochmal. Das ist so spannend nochmal, Mann. Beep gemacht. Ich gehe in. Ja! So misst man! So macht man Racing!
Boah, da habe ich dich hart ausgekontert. Boah, ey, mir schaut aber gerade der Puls hoch. Ich sag's, weil ich gedacht habe, oh nee, jetzt nicht. Und auf einmal sehe ich, dass du innen habe ich gedacht, okay, jetzt musst du früher bremsen, dass du an ihm vorbeikommst. Boah, Alter, was für ein Foto finde ich, Digga. Boah, geiles Ding. GG. GG, wirklich. Oh. GG war richtig geil. Ey, du schießt innen. Der scheiß Holländer, Alter, hat mir das Rennen gekostet. Du schießt da innen durch und ich dachte mir so, bitte. Und dann auf einmal hab ich früher eingelegt. Weil ich nicht wusste, wann du bremst, deswegen bin ich ein bisschen schneller. Stell dir mal vor, wir hätten uns jetzt beide in der Kurve abgeschossen, Alter. Das wäre dumm gewesen. Leute, wenn ihr sowas nicht feiert, dann seid ihr krank, wirklich. Aber soll ich mal was sagen, Großer? Seid ihr gegönnt. In Monaco ziehst du jetzt die Hosen aus. Also ich wurde jetzt noch Fünfter, du wurdest Sechster, gell? Korrekt. Und das solltet ihr jetzt unten in die Kommentare schreiben, damit ihr natürlich was gewinnen könnt. Oh, Leute. Gewonnen hat Red Bull, Max Verstappen, dein Rivale. Ja, mein bester Freund. Ich würde sagen, Leute, ihr lasst jetzt schon mal ein Abo und ein Like da, kommentiert. Vielen, vielen, vielen Dank. Und das letzte Wort lasse ich ihm Daniel. Immer schön faires Racing, Freunde. Haut rein. Ja, auf jeden Fall.